Mein Name ist Max, eigentlich Maximilian, aber dieser Name ist mir einfach viel zu lang. Max Vogel ganz genau, und ich wär so gerne schlau, so schlau wie der schlauste Mensch auf der ganzen Welt. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus euren Kisten, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen, und jetzt geht's los, also hoch, macht euch bereit. Seid dabei, 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 seid dabei. Ich möchte so gerne wissen, warum sich die Erde dreht und warum kein Fisch in die Schule geht, wohin die Wolke geht, wenn grad kein Lüftchen weht, und was der Regen macht, wenn grad die Sonne lacht. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus eurem Kissen, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen, und jetzt geht's los, also hoch, macht euch bereit. Seid dabei, seid dabei, seid dabei. Warum können Hummeln denn einfach losfliegen? Und wer muss alle Bananen krumm biegen? Wo fängt der Regenbogen an und wo hört er auf? Das will ich alles wissen, und deshalb geh ich raus. Ich möchte gerne alles wissen, also raus aus euren Kissen, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen, jetzt geht's los. Also hoch, macht euch bereit. Seid dabei, 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 seid dabei. Max und die Laute. Ich muss auch umblättern. Neulich war Max bei seinem Freund Rudi. Rudis Vater spielt Gitarre in einer Band. Und als Max und Rudi gerade beginnen wollen zu spielen, hören sie aus dem Keller unglaublich laute Töne. Rudis Vater spielt gerade Gitarre in seinem Übungsraum. Rudi sagt: Das ist die laute Gitarre. Mein Vater hat verschiedene Gitarren, laute und leise. Als Max abends wieder zu Hause ist, erzählt der Mama: Rudis Vater spielt Laute. Echt? Ich dachte mal, der spielt Gitarre, sagt Mama. Die war echt laut, sagt Max. Und Mama sagt: Also spielt er doch Gitarre, aber eine laute Gitarre. Eine Laute ist ein anderes Instrument. Aber den Unterschied kann ich dir auch nicht so genau erklären. Am besten, wir schlafen jetzt erstmal. Und morgen sehen wir dann weiter. Und jetzt schlaf ich ein beim schönsten Mondenschein. Ich schließ die Augen zu
und schlaf in himmlischer Ruhe im Mondenschein. Aber das singe ich jetzt nicht weiter. Denn ihr sollt ja nicht einschlafen. Die Geschichte geht ja noch weiter. Also. Am nächsten Morgen wacht Max ganz früh auf. Sofort geht er zu Mama und Papa. Er möchte jetzt unbedingt wissen, was eine Laute ist. Immerhin hat er heute Nacht schon davon geträumt. Nach dem Frühstück geht es los. Max macht mit Papa einen Ausflug zur Musikschule. Papa hat gesagt, wenn jemand weiß, was eine Laute ist, dann jemand in der Musikschule. Immerhin sind das Experten für Musik. Gemeinsam gehen sie in das Haus und werden von der Leiterin Frau Harmonie begrüßt. Max ist ganz aufgeregt. Wir möchten so gern wissen, was eine Laute ist. Frau Harmonie erklärt, dass eine Laute ein ganz altes Instrument ist und dass dieses Instrument nur ganz wenige Menschen spielen. Mein Freund Max, sein Papa, der spielt auch so eine Laute. Die konnte man vom Keller bis zum Dach hören, meint Max. Da muss Frau Harmonie ein wenig lachen, denn jetzt weiß sie, dass Max keine Laute gehört hat, sondern eine laute Gitarre. Leider ist die Lehrerin für Laute heute nicht in der Musikschule, dafür aber ein anderer Gitarrenlehrer. Herr Barré hat gerade eine Pause und freut sich über den überraschenden Besuch. Er erklärt Max und Papa, was Max da wohl gestern gehört hat. Das hat aber mit einer Laute nicht mehr viel gemeinsam. Auch wenn sie verwandt sind, sagt Herr Barré. Er spielt Max ein bisschen was auf der Gitarre vor. Hierzu muss er erst einen komischen Kasten einschalten. Das ist der Verstärker. Ohne den geht hier gar nichts. Dann verbindet er die Gitarre und den Verstärker mit einem Kabel. Ohren zuhalten und dann legt er los. Aber nur ganz kurz. Denn sofort geht die Tür auf. Und ein anderer Lehrer guckt böse um die Ecke. Oh oh, das war wohl zu laut. Nebenan ist gerade Geigenunterricht. Aber eine Laute habe ich nicht. Ich kann die auch gar nicht spielen. Vielleicht kann euch ja der Gitarrenbauer weiterhelfen. Und so gehen Max und Papa zum Gitarrenbauer. Als sie in den Laden betreten, kommt ein älterer Herr mit weißen Haaren und einem weißen Bart aus einem Hinterzimmer. Max erzählt sofort, dass er wissen möchte, was eine Laute ist. Er berichtet, dass sie auch schon in der Musikschule waren und dass man sie von dort hierher geschickt hat. Der Gitarrenbauer bedauert, dass er keine Laute da hat. Dafür gibt es eigene Lautenbauer. Aber wenn ihr wollt, dann schaut euch doch mal meine Werkstatt an. Die dürfte fast so aussehen wie die von einem Lautenbauer. Mit einer einladenden Geste bittet er die beiden in den Raum, aus dem er gekommen war. Hier hängen an den Wänden jede Menge Gitarren. Es gibt verschiedene Arbeitsplätze und auf jedem liegen Gitarren. Manche sind ganz, manche sind auseinandergebaut. Hier, sagt er, ich habe ein Bild von einer Laute. Das schenke ich dir. Er gibt Max das Bild und für Papa hat er einen Zettel.
Auf dem Zettel steht die Adresse eines Lautenbauers. Ihr könnt aber auch bei Frau Dahm fragen. Sie ist Lautenistin. Sie gibt Unterricht und spielt auch öfters mal Konzerte. Am nächsten Morgen hat Papa schon mit Frau Dahm telefoniert und berichtet Max, dass sie heute Nachmittag mit ihr verabredet sind. Den ganzen Vormittag verbringen Max und Papa in Papas Arbeitszimmer und versuchen am Computer etwas über die Laute herauszufinden. Max ist ganz aufgeregt, als es endlich Nachmittag ist. Und Papa auch ein bisschen. Endlich ist es soweit. Es geht los und sie fahren mit dem Bus 15 Haltestellen, bis sie schließlich aussteigen können. Hier sind sie mit Frau Dahm verabredet. Frau Dahm steht schon an der Haltestelle. Sie begrüßt Max und Papa und gemeinsam gehen sie zur Wohnung von Frau Dahm. Hier stehen einige Gitarren und Max ist etwas enttäuscht, denn so hat er sich das nicht vorgestellt. Aber dann gehen sie in einen offenen Raum neben dem Wohnzimmer. Diese Gitarren sehen aber komisch aus, sagt Max. Frau Dahm sagt, das sind Lauten, die wolltest du doch sehen. Dann erklärt Frau Dahm, es gibt verschiedene Lautenarten. Diese hier ist eine Wanderlaute. Sie hat nur 6 Saiten, fast wie eine Gitarre. 6 Saiten? Fragt Max. Also ich habe nur 2 Saiten. Immer da, wo ein Arm hängt, links und rechts. Frau Dahm lächelt. Sie erklärt Max, dass die Bänder, die über die Laute gespannt sind, Saiten genannt werden. Diese Saiten sind dafür da, die Töne zu machen. Das ist wie bei einer Gitarre. Deshalb gehören die Lauten auch in die Familie der Saiteninstrumente. Oh, die ist wohl kaputt, ruft Max und zeigt auf eine andere Laute. Nein, sagt Frau Dahm, das ist eine Knickhalslaute oder auch Renaissance-Laute. Sie ist 8-chörig. Das bedeutet, sie hat 15 Saiten. 15 Saiten und 8-chörig? Hä? Wie geht denn das? Fragt Max. Jeder Chor besteht aus 2 Saiten. Nur der oberste, also die höchste oder am höchsten klingende Saite, ist allein. Das zeige ich euch. Hier sind immer 2 Saiten und die gehören zusammen. 1, 2. Wieder 1, 2. Wieder 1, 2. Nochmal 2. Nochmal 2. Nochmal 2. Nochmal 2. Und Achtung, jetzt eine alleine. Möchtest du mal hören, wie die klingt? Fragt Frau Dahm. Sie nimmt die Laute aus dem Ständer. Dann setzt sie sich auf einen Hocker und will gerade anfangen zu spielen. Da ruft Max noch, halt! Ich habe mir doch die Ohren noch nicht zugehalten. Das ist mir sonst zu laut. Nein, keine Angst. Die Laute ist gar nicht laut. Sie heißt nur so. Und dann beginnt Frau Dahm zu spielen.
einiger Zeit hört Frau Dahm auf zu spielen. Max hat keine Ahnung, wie lange sie gespielt hat. Und, war das laut? Fragt Frau Dahm. Nein, antwortet Max, aber wunderschön. Und wenn man hören möchte, wie schön eine Laute tatsächlich klingen kann, dann gibt es bei dem Buch hin eine CD dabei. Und da hat meine liebe Kollegin Susanne nämlich Laute gespielt. Und die kann das viel besser als ich. Das kann man dann hören. So, weiter geht's. Die Laute ist eines der ältesten Instrumente überhaupt. Der Name Laute kommt aus dem Arabischen. Da spricht man vom Ud. Das bedeutet so viel wie Holz, also Holzinstrument. Und das stimmt ja auch, denn die Laute ist komplett aus Holz gebaut. Als die Mauren nach Europa kamen, brachten sie ihr Instrument mit, die Laute. Die Spanier, die fanden das aber doof. Sie wollten ein eigenes Instrument und so bauten sie ein Saiteninstrument mit einem flachen Bauch, die Viola. Aus der Viola wurde dann irgendwann die Gitarre. Und was ist das da? Fragt Max. Das ist ja riesig. Jetzt lese ich euch kurz was vor und ihr müsst das so noch nicht verstehen, okay? Das ist eine Kitaron. Das ist eben eine Theorbe, sagt Frau Dahm. Eine Kitaron gehört zur Familie der Theorben. Laute ist nur der Oberbegriff. Theorben sind Lauten mit verlängerten Basssaiten. Der Kitaron ist eine Art Theorbe, sagt Frau Dahm. Max sieht sie total verwirrt an und sagt, das verstehe ich nicht. Und so erklärt Frau Dahm weiter. Stell dir mal einen Wald vor, in dem ganz viele Bäume stehen. Jetzt nennen wir die Bäume mal nicht Bäume, sondern Lauten. So wie in einem Wald verschiedene Bäume gibt, so gibt es auch ganz viele verschiedene Lauten. Theorben sind zum Beispiel die Nadelbäume. Und ein Kitaron wäre jetzt eine spezielle Art von einem Nadelbaum. Zum Beispiel ein Tannenbaum, ruft Max vor Begeisterung. Denn nun hat er den Unterschied verstanden. Leider hat Frau Dahm jetzt keine Zeit mehr, denn sie spielt heute Abend noch ein Konzert. Und dafür muss ich noch üben. Sie gibt Max und Papa noch einen Zettel mit der Konzertankündigung. Ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend kommen würdet, sagt Frau Dahm. Dann schenkt sie Papa und Max noch zwei Freikarten. Denn jetzt ist Schluss, aus und vorbei, die Zeit ist rum, ach je, wie dumm, ich muss hier raus, muss jetzt nach Haus, auf Wiedersehen, wenn wir jetzt gehen. Aber für uns ist noch gar nicht Schluss. Die Geschichte geht noch weiter. Am Abend gehen Max und Papa natürlich zum Konzert von Frau Dahm. Die Aufführung findet in einer Kirche statt. Als Max und Papa hineingehen wollen, steht ein freundlicher Mann an der Tür, der das Eintrittsgeld kassiert. Max zeigt ihm die Freikarten. Ah, dann bist du wohl Max, sagt er. Für euch sind in der ersten Reihe zwei Plätze reserviert. Dann kannst du alles sehen, was auf der Bühne passiert. Als Max und Papa in die Kirche hineingehen, staunt Max nicht schlecht. So viele Instrumente stehen da. Und die meisten hat Max noch nie gesehen. Aber die Laute von Frau Dahm, die erkennt er sofort. Thank you.
Mein Name ist Max, eigentlich Maximilian, aber dieser Name ist mir einfach viel zu lang. Max Vogel ganz genau, und ich wäre so gerne schlau, so schlau wie der schlauste Mensch auf der ganzen Welt. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus eurem Kissen, möchte alles genau verstehen, also lasst uns endlich gehen und jetzt geht's los, also macht euch bereit. Seid dabei, 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 seid dabei. Ich möchte so gerne wissen, warum sich die Erde dreht und warum kein Fisch in die Schule geht, wohin die Wolke geht, wenn gerade kein Lüftchen weht. Und was der Regen macht, wenn grad die Sonne lacht. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus euren Kissen, möchte alles genau verstehen, also lasst uns endlich gehen. Jetzt geht's los, also ruf, macht euch bereit. Seid dabei, seid dabei, seid dabei, seid dabei, seid dabei. Warum können Hummeln denn einfach losfliegen? Und wer muss alle Bananen kriegen? Wo fängt der Regenbogen an? Wo hört er auf? Das will ich alles wissen und deshalb gehe ich raus. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus eurem Kissen, möchte alles genau verstehen, also lasst uns endlich gehen. Jetzt geht's los, also hoch, macht euch bereit. Seid dabei, 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 seid dabei. Es ist ein wunderschönes Konzert, finden Max und Papa. Aber jetzt ist es auch schon ganz schön spät geworden. Papa will unbedingt nach Hause, denn Max ist total müde. Es war aber auch ein richtig aufregender Tag. Als Max im Bett liegt, sagt er zu Mama: Ich weiß schon, was ich morgen machen will. Morgen will ich die ganzen anderen Instrumente kennenlernen, die heute Abend auch mitgespielt haben. Und bevor Mama noch was sagen kann, ist Max schon eingeschlafen. Und jetzt schlaf ich ein beim schönsten Mondenschein. Ich schließ die Augen zu und schlaf in himmlischer Ruh im Mondenschein. Der Tag geht zu Ende, der Abend bricht an und dann ist schon wieder Aufräumen dran. Wir haben gespielt, tolle Sachen gemacht und jetzt schau mal, wer da vom Himmel her lacht. Und jetzt schlaf ich ein beim schönsten Mondenschein. Ich schließ die Augen zu und schlaf in himmlischer Ruh im Mondenschein. Ich wünsch dir einen Engel, der deinen Schlaf bewacht, an deinem Bettchen sitzt die ganz lange Nacht, der dich behütet, schöne Träume dir schenkt, der morgen für dich da ist und deinen Weg lenkt. Dort schlaf ich ein beim schönsten Mondenschein. Ich schließ die Augen zu
und schlaf in himmlischer Ruhe im Mondenschein. Das war die Geschichte von Max und die Laute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!